Supermarkt Samstag bei ProbierTV und heute mit einem richtigen österreichischen Klassiker, allerdings in einer neuen Version. Was das für ein Bier ist, das erfahrt ihr in 8 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer neuen Bierverkostung hier auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid bei einem weiteren Supermarkt Samstag, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere, die aus einem Supermarktregal auf diesem Planeten entsprungen sind. Und heute geht es mit dem Schwechater Bier in der alkoholfreien Variante in eine Brauerei, die ja wie keine andere für österreichische Bierkultur steht. Es ist das meistverkaufte Dosenbier, nicht die alkoholfreie Variante, die bisher existierende Standardvariante und die ist jetzt seit kurzem auch als alkoholfreies Bier zu haben. Schwechater Bier für diejenigen, die es nicht wissen. Home of the Godfather of Lagerbier, Anton Dreher. Und auch zeitweise mal eine der größten Brauereien der Welt, wenn mich nicht alles täuscht. Jedenfalls viel mehr österreichische Biergeschichte in einer Brauerei geht nicht, außer der Schwechater Brauerei. Inzwischen mittlerweile Mitglied der Heineken-Gruppe. Und da hat man in den letzten Wochen, Monaten und eigentlich auch schon Jahren starken Fokus auf alkoholfreie Biere gelegt. Und da bin ich definitiv nicht Zielgruppe, sage ich auch gleich vorneweg. Aber ich fand es sehr spannend, in der Pressemitteilung zum Release dieses Biers wurde gesagt, dass 45% der Österreicher es mittlerweile als schick bzw. in Ordnung finden, wenn man alkoholfreies Bier trinkt. Und 26% immerhin trinken selber gerne mal ein alkoholfreies Bier. Und das ist doch tatsächlich eine Zahl, die mich dann ein bisschen überrascht hat. Aber wie gesagt, ich bin nicht Zielgruppe und bin aber trotzdem interessiert, was hier aus der Schwechater Brauerei rausgekommen ist. Technische Daten, 5,5 Grad Plato und natürlich ein Alkoholgehalt, der unter 0,5% liegt, sind hier aufgerufen. Wassergerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, Kohlensäure sind die Zutaten in dieses Bier. Die Schwechater Brauerei, 1632 existieren die schon. Muss ja dieses Jahr dann ein rundes Jubiläum sein, beziehungsweise so halbrund irgendwie. Zumindest eine Null hin. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, nicht mehr viel. 22 Kilokalorien für diejenigen, die bei alkoholfreiem Bier an Sport denken und dem isotonischen Durstlöscher danach. Also finde ich auch durchaus niedrig angesetzt. So, dann schauen wir mal, was wir hier zum Vorschein bringen. Und vor allen Dingen, wie es dann auch geschmacklich ausfällt. Wie gesagt, das Schwechater Bier, das klassischste aller österreichischen Dosenbiere. Und ja, wir haben es hier mit einer doch, strohig, eher blassgelben Farbe zu tun. Ein zwei Finger breiter, schön schneeweißer Schaum hier oben drauf, der auch schön, zumindest mittelprächtig, sich ans Glas hängt. Viel Kohlensäure zu sehen, also das wird jetzt sicher hier ein durchaus spritzigeres Erlebnis sein. Und jetzt schauen wir erstmal, was die Nase zu diesem Bierchen sagt. Also erstmal viel helles Malz, bisschen grasiger Hopfen und durchaus so eine leichte Süße schon vernehmbar, die so an das Thema alkoholfrei ein bisschen erinnert. Aber nicht so unangenehm, also möchte das jetzt eigentlich noch nicht zumindest mal angedacht haben. Aber ja, in diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Es kommt relativ frisch daher. Hat eine schöne Vollmundigkeit. Der eine oder andere wird auch sagen, es hat so eine leichte Mastigkeit. Es hat definitiv eine spürbare Restsüße, die ich aber persönlich jetzt in dem Kontext gar nicht so unangenehm empfinde. Dezente Hopfenbittere, leicht grasig, nicht ganz so herb, wie es sein kann. Es ist insgesamt ein schön balanciertes Bier. Es ist lustigerweise
So nach dem zweiten oder dritten Schluck hat man das Gefühl, es wird ein klein bisschen dünner. Und das ist, glaube ich, auch so das Einzige, was ich diesem Bier jetzt richtig vorwerfen würde. Es sind die ersten zwei Schlücke sind super. Und dann baut es ein bisschen ab für meine Begriffe. Aber das Ganze noch, wieder gesagt, wieder jammern auf hohem Niveau. Wir reden ja über ein alkoholfreies Bier und das hat natürlich mit verschiedenen Parametern zu kämpfen, die nicht ganz so leicht sind, die einzufangen. Und das hat man eigentlich noch ganz gut hingekriegt. Schöner, schlanker Körper, das verblüfft jetzt wahrscheinlich weniger. Eine spritzige Kohlensäure mit eher so einer mittleren Perlage, relativ glatte Textur. Und Tendenz so ein bisschen ins leicht wässrige rein. Und hinten im Nachtrunk, schön süßlich getreidig. Es kommt so ein bisschen dieser alkoholfreie Geschmack durch. Leichte Hopfenherbe taucht dann auf. Und wie gesagt, es wird insgesamt für meinen Geschmack ein bisschen dünner. Aber immer noch relativ okay. Und deshalb gibt es für das schwächere Bier in der alkoholfrei Variante von Probier.tv gibt es dafür 3 von 5 möglichen Punkten für das Schwächerder Bier alkoholfrei. Und ja, habe da tatsächlich schon schlechtere alkoholfreie Biere getrunken. Und das ist definitiv eins der angenehmeren. Jetzt auch nicht super komplex, aber ich finde es ganz ordentliche Brauware. Und damit sind die 3 Punkte dann von meiner Seite auch wohlverdient. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus, wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen guten Nacht, schönen guten Morgen, wann immer ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns morgen beim nächsten Bier an einem Sonntag. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.